Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde The Planet Crafter. Wir haben gestern zusammen den Anfang des Basisumbaus gemacht, deshalb sieht das ja noch so ein bisschen, ja, ein klein wenig stümperhaft aus. Das wollen wir heute korrigieren. Dann wollen wir hier drin ein bisschen umbauen und erweitern. Und wir wollen mal schauen, ob wir die Basis von Iglas finden. Und dann habe ich sicherheitshalber schon mal zwei weitere Explosives gebaut, also Sprengstoffe, mit denen wir das Wrack weiter erkunden können. Da hatten wir gestern zwei Stellen gefunden, wo wir nicht weiterkommen, weil wir keine Sprengstoffe mehr hatten. Ja, und das wollen wir heute nachholen. Ja, da haben wir eigentlich genug zu tun. Und wir fangen dann auch ohne große Umschweife an. Ich nehme die Larve noch mit. Und zwar habe ich mir hier überlegt, ja, wie können wir das... Diese Schandstelle sozusagen, wie können wir diesen Schandfleck ausmerzen, weil es sieht nicht schön aus. Und ich möchte hier diese Eckteile dran bauen. Das heißt, jeweils eine Ecke, rechts, links und in der Mitte ein normales Wohnmodul. Und dann passt das auch wieder. So mein Plan. Gut, ein Wohnmodul, das kriegen wir hier dran gesetzt. Dann braucht man natürlich eine Tür dafür. Und dann seht ihr schon, das passt soweit. Gibt ein Bild, können wir so lassen. Und dann haben wir hier halt so einen kleinen Eingangsbereich. Der wird aber gleich noch viel schöner. Wartet, die Larven nehmen wir mit. Achso, das Ding muss da abbauen. Und dann müssen wir schauen, wie ich dann das mit dem Geländer ordentlich hinkriege. So, so dran. Ja, jetzt wird das mit dem Geländer nicht mehr passen, richtig. Eieiei. Naja, ich könnte es... Das sieht... Oh wei, oh wei, das sieht ja schlimm aus. Nee, dreh es mal so. Na, man kann zumindest nicht runterfallen. Schön sieht es nicht aus. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das besser hinbekomme. Gut, jetzt hat er hier wieder eine ganze Menge Larven gespawnt. Gut. Und dann machen wir hier noch so ein Glasteil dran. Und dann haben wir von drinnen hier schon erstmal diesen kleinen Ausblick. Und von draußen vor allen Dingen, darum geht es mir ja viel mehr in dem Fall. Huch, da war eine Laterne. Ergibt das auch dann wieder ein Bild. Heute sind wir aber gut unterwegs, was die Larven betrifft. Die nehme ich auch alle mit, die brauchen wir. Ja, hier habe ich schon mal drei Schränke reingestellt. Der wird automatisch mit Bohnen befüllt, der mit Honig und der mit der gemeinen Larve. Der wird nicht automatisch befüllt, das muss ich manuell machen. Ziel ist es, dass ich dann mit diesen Sachen eine automatisierte Herstellung für Tiernahrung aufbauen kann. Ja, dann setzen wir uns hier mal ein paar Fenster rein, denn da können wir ja schön rausgucken. Kriegen wir hier auch noch eins hin, das ist wunderbar. Hier an die Ecke wäre ich vielleicht keins setzen, an diese Wand, denn das sehen wir ja nur dann unser Biolabor. Das kann ich mir noch überlegen. Die hintere Wand, die bleibt auf jeden Fall zu. Und da haben wir eine schöne, große, geräumige Werkstatt. Ja, und da müsste dann ein Autocrafter rein. Welcher ist es denn? Nahrungszüchter. Jo, ja, dann müsste man wissen, welcher das der richtige ist. Kann da jetzt nie alle hier durchgehen. Naja, jetzt ist aber der Wurm drinne hier. Das ganze genetische Zeug. Autohersteller, hier ist er. Osmium, zwei Osmium und ein Superlegierungsstab wären dafür notwendig. Das haben wir zum Glück auch in rauen Mengen. Haben immer noch Zeug übrig. Was wollte ich damit wohl bauen? Noch mehr Glaswände wahrscheinlich. So, jetzt ist er wieder weg, da ist er.
Der hat einen relativ großen Radius, wir können also problemlos hier aus dem Vollen schöpfen. Wir könnten den also direkt in die Mitte stellen, ich stelle ihn aber hier ein Stück an den Rand. Boah. Gut, und dann kannst du nämlich sagen, produziere uns... So, Moment, Abbruch. Er zeigt uns erstmal, was er für Geräte hat, die er nutzen kann. Biodom 2, das ist die Rinde, den Schmetterlingsdom, der ist direkt über uns, der produziert nichts. Und der herrscht natürlich die drei Schränke. Und dann hat er offensichtlich draußen die Larven. Das ist interessant, wenn draußen Larven spawnen, kann er die benutzen. Schick. Ja. Und dann können wir auf jeden Fall sagen, mach uns Tierfutter. Und jetzt wird er, sofern er Ressourcen hat, Tierfutter organisieren. Das wird dann auch gleich abgeholt, wenn wir sagen, du darfst es abholen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und da seht ihr, da sind schon die Drohnen unterwegs. Und der legt fleißig los. Am Anfang wird das natürlich jetzt erstmal eine größere Menge werden, weil er schon ganz paar Sachen gesammelt hat. Irgendwann wird das natürlich nicht mehr so ohne weiteres passieren, dann muss ich wieder zumindest gemeine Larven sammeln, so wie hier. Und ihm die in den Schrank legen. Jetzt noch eine. So. So, das heißt, unsere Tiere werden jetzt erstmal gut gefüttert. Die seltene Larve packe ich hier vorne in den Schrank. Hier lasse ich übrigens auch die Bienenlarven rein sortieren. Die kann ich dann hin und wieder mal aussortieren, in den Schredder packen und quasi vernichten, weil wir die in dieser Menge nicht brauchen. Jetzt weiß ich wieder, wofür wir die anderen Teile hatten, die anderen Glaswände sozusagen, dass wir hier diesen, bleib mal hier, diese Bereiche verglasen können. Hier oben. Und haben wir noch eins? Ja. Das Dach hatte ich schon verglast und dann ist auch das Inventar soweit aufgebraucht. Wunderbar. Jetzt können wir von hier oben sogar in unseren Biodom reingucken. Da hinten das Aquarium. Und hier ist unsere Schmetterlingskuppel. Das kennen wir ja. Gut. Nach unten geht's. Der kümmert sich. Ja, da haben die Drohnen fleißig zu tun. Dann muss ich mal schauen, ob wir irgendwann den Bedarf haben, dass wir nochmal eine neue Drohne uns bauen. Jetzt gucke ich mal, was ich an Essen habe. Ich habe noch eine Bohne dabei, einen Keks und ein hochwertiges Essen. Die Explosives, Wasser, Sauerstoff nur für den Notfall. Wasser gibt es da hinten im Übrigen. Achso, hier kann ich mir auch noch überlegen, ob ich in die Werkstatt noch eine Tür reinmache. Ja, hier ist also noch viel Platz, da kann ich mir noch überlegen, was ich damit mache. Vielleicht noch eine etwas komplexere Produktionskette aufbauen, wie auch immer. Gut, wir können in das Wrack gehen. Und die Sprengstoffe nutzen, um uns die letzten verbleibenden Wege freizuschalten. Da würde ich allerdings noch mal gucken. Wir haben doch einen Schlüssel noch gekriegt. Ich nehme den mal sicherheitshalber mit, weil ich nicht weiß, ob es noch einen Raum gibt, der möglicherweise verschlossen ist. Ich war jetzt offscreen nicht nochmal dort, habe also das Inventar dort nicht nochmal gelootet. Das können wir. Da können wir jetzt schauen, was wir zusammen mitnehmen. Ja, demzufolge sind wir hier auch noch nicht allzu weit. Aber kontinuierlich geht es vorwärts, das seht ihr. Wenn man sich hier unten mal anschaut, die Tierproduktion. Sie ist bei 35 Millionen Gramm, also 35 Tonnen pro Sekunde. Dagegen wirken jetzt die 2,7 Tonnen, also 2,8 Tonnen und 3,6 Tonnen hier oben eher ja, wenig. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist die Extraktionsplattform. Die werden wir freischalten. Da gehe ich fest davon aus, wenn ich mir so die Werte angucke mit Terraforming-Werte, dass das dann auch ungefähr mit dem hier einhergeht, dass wir die nächste Stufe dann auch erreicht haben, gleichzeitig mit der Extraktionsplattform. Meine Güte, was für ein Zungenbrecher. Gut, wie gesagt, Essen haben wir dabei. Und dann können wir nochmal bei den Tieren vorbeischauen. Halt. Ist die noch auf Automatik? Die ist auf Automatik, wunderbar. Und der Rest kümmert sich von alleine jetzt.
Das mit der Tierproduktion, Tierfutterproduktion, das wird natürlich nicht unendlich laufen. Da muss ich, wie gesagt, dann händisch auch ab und zu neue Larven reinpacken, weil wenn wir nicht vor Ort sind, werden dort auch nicht viele Larven spawnen. Hier hatten wir jetzt eine gemeine, eine Leani-Larve haben wir da mitgekriegt, okay. Ja, die kannst du ja mal rausnehmen, dann hast du schon mal. Unsere Tiere, da können wir auch nochmal einen ganz kleinen Abstecher machen. Ich streichel sie nicht, damit ich jetzt keine Genproben bekomme. Tiermultiplikator 1000% ist der. Das heißt, der hat Tierfutter gegessen. Na? Das seht ihr, zurzeit läuft das ganz gut. Ah, schön. Na, da guckt mal, hier ist eine gemeine Larve. Die nehmen wir schon mal mit. Können wir später gebrauchen. Ach, du bist ja auch schön geworden. Und so groß. Mit einem so großen Auge. Gut. Weiter geht's. Ja, das Explosives-Update. Genau genommen sollten mehrere neue Wracks in der Welt entstanden sein. Nicht nur das eine, was wir gefunden haben. Aber werden wir sehen, wenn die irgendwann uns über den Weg laufen. Dann werden wir sie einfach mitmachen. Story-Elemente scheinen sie ja nicht zu beinhalten. Wir haben keinen Monitor gefunden, wo irgendeine Nachricht zu lesen ist. Ja, und dann soll es eigentlich auch noch Raumanzugteile geben. Wo man die findet, weiß ich nicht. Die sind natürlich für uns jetzt wenig interessant, weil wir selber ja als Singleplayer spielen und uns selber quasi nicht sehen. Oh, warte mal, sind hier noch Fischeier drin? Ne, haben wir schon leer gemacht. Wir können natürlich diese Gesten hier machen und dann sehen wir auch unseren Charakter. Aber ansonsten sehen wir unseren eigenen Charakter und damit unseren Raumanzug ja nicht. Boah, da oben ist das Wrack. Wunderbar. Schauen wir mal, ob wir den Weg wieder finden zu den Stellen, wo wir noch nicht gewesen sind, wo wir nicht hingekommen sind. Ich glaube, da wären wir. Na, einmal mussten wir, glaube ich, runter. Ich laufe erstmal rechts lang. Hier ist eins. Okay. Gucken wir mal. Achso, so nah wie möglich rangehen. Direkt drauf am besten. Dann das Ding fallen lassen. Auslösen. Und dann weg. Uiuiui. Man ja Angst, dass das ganze Wrack zusammenfällt. Aber es hat gereicht, der Weg ist frei. Ein großer Raum und sonst nichts. Natürlich wenig erbaulich. Ich gehe mal auf Zerstören, auf Dekonstruieren, ob wir irgendwas abbauen können. Versteckten Raum? Ne. Tja, ein Raum mit nichts. Ja, wo war jetzt der zweite Raum? Es war noch eine Stelle. War das unten irgendwo? Da ging es runter. Ja, war es nicht. Da war der
Tresorraum. Da hatten wir uns ja schon ganz gut bedient. Oh. Sicherung hast du auch nicht mitgenommen? Naja, gut. Pflanze. Aber die Chips kannst du mal hier lassen, davon hast du genug. Gut, hier war es auch nicht. Kann überall, da ist es, kann überall gewesen sein, wollte ich gerade noch anmerken. Gut. Erst noch was essen. Dann das Ding hier hinpacken. Starten und um die Ecke. Großes Gerumpel. Aber der Weg ist frei. Einmal rechts, einmal links. Fangen wir rechts an. Großer Raum. Geht's nochmal nach unten? Okay. Gehen wir doch erst nach links. Das ist wahrscheinlich auch der Eingang zum gleichen Raum. Ja. Sehr gut. Schön. Es sieht beeindruckend aus. Mal gucken, ob auch irgendwas Beeindruckendes da ist. Ist das was zum Abbauen? Tatsächlich. Machen wir so. Naja. Gut, ist das Inventar wieder voll. Gehen wir nochmal runter, schauen. Wenn er uns einen Weg nach unten zeigt, dann muss es hier unten auch was zu holen geben. Guck mal, er hat eine Wollnispflanze. So, wisst ihr, da lassen wir mal ein bisschen was hier. Den Rest können wir behalten. Mehr ist ja nie bis auf die blaue Kiste, oder? Ja, wie gesagt, es sieht zumindest beeindruckend aus. Mach's mal so und das packen wir dann in die andere blaue Kiste mit rein. Die Schränke, wie gesagt, gehen nie. So, komm, pack's hier rein. Fertig. Gut, damit müssten wir das Wrack jetzt tatsächlich komplett fertig gelootet haben. Und jetzt einen Weg rausfinden. Das ist übrigens nicht der Weg raus. Auch noch mal eine Wollnispflanze. Ich weiß noch gar nicht, was man zuerst mitnehmen soll. So, Inventar voll, fertig. Oh, guck, hier waren wir auch noch nie offensichtlich. Da muss ich mich entscheiden. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Das kannst du hier lassen. Stattdessen nimmst du mal das mit. Kernprobe kannst du relativ schnell bauen. So. Guck mal, hier warst du noch gar nicht. Weil hier ist noch ein Trümmerteil. Ach, Herr Jemine. Jetzt wird es ja spannend. Hier gibt es einen Fusionsreaktor mit nur einer Brennstoffzelle. Da gehen dann irgendwo
in dem ganzen Labyrinth nochmal Türen auf, die wir jetzt noch nicht gesehen haben oder die jetzt noch nicht offen sind. Ich finde mich jetzt schon nicht zurecht in dem Labyrinth und dann soll ich da auch noch neue offene Türen finden. So. Da müssen wir dann irgendwie Fackeln mitnehmen. Hier geht's nach oben, sehr gut. Dass wir uns den Weg irgendwie markieren können. Nur sowas wie die Tür könnte dann durchaus offen sein. Ich glaube, die runden Türen oder einige von den runden Türen gehen dann immer auf. So, wo müssen wir jetzt lang? Ah, die könnte dann auch offen sein, die Tür. Da wird das Labyrinth noch labyrinthartiger. Ach herrje, hier braucht man nochmal Explosives. Das ist aber ein Riesenfrack. Leute, Leute. Da sind wir ja. Diesen Raum kennen wir. Von diesem Raum geht es nach draußen. Relativ schnell. Da lang oder da lang? Nee, das ist ein anderer Raum. Es gibt zwei solche Räume. Ach, das kann ja nie wahr sein. Ach, wunderbar. Geht's hier weiter? Oh nein, verlaufen. Wir werden hier drinnen sterben. Ach, ist das fein. So, der Raum. Geht's hier lang? Ne, hier waren wir. Gut, nochmal zurück. Aber wenn wir dort an den Explosives auch noch nie waren. Bewässerung niedrig. Na, jetzt fängt es nämlich schon an. Macht nichts, ich habe Wasser dabei. Aber aus dem Raum. Kannst du im Kreis laufen. Super, hast du gut gemacht. Das ist der mit den Tischen, der Speiseraum. Genau. Und das ist dieser Konferenzraum. Oder einer von denen. Tja, dann. Trink erstmal was. Dort geht's nicht weiter. Nimm dir mal sowas hier mit. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Bis hierhin ist es auf jeden Fall eine Sackgasse. Das heißt, Klong. Was machst denn du? Wo willst denn du hin? Ach, weil es dort abschüssig ist, oder? Kürbissam. Gut, das ist eine Sackgasse. Hier geht's hoch. Das können wir uns das irgendwie markieren. Ne, jetzt gerade nie. Ui, wir haben es rausgeschafft. Fantastisch, das Inventar ist voll. Das heißt, wir können das Wrack von Iglas nicht suchen. Aber wir müssen uns Explosives bauen, also Sprengstoff, dass wir das Wrack weiter erkunden können. Wir müssen uns eine... Okay. Wir müssen uns so eine Kernfusionszelle bauen. Oh gut, halb so wild. So eine Fusionszelle, dass wir den Reaktor starten können, dass nochmal die geschlossenen Räume aufgehen. Dann müssen wir mal gucken, was es dann noch weiter zu finden gibt. Hätte ich nie gedacht, dass wir das fragt, dass das so groß ist, dass wir dort so viel Zeit drin verbringen können und müssen. Aber das soll uns recht sein.
Neugierig genug bin ich allemal. Und dann muss Iklas halt noch einen Moment warten. Ja, für mich geht's zurück zur Basis. Ich werde die gemeinen Larven auffüllen, werde dafür sorgen, dass unsere Tiere ordentlich was zu essen haben. Und wenn mir noch was einfällt, was wir noch bauen wollen, wenn ich da Ideen habe, dann mache ich das natürlich. Ansonsten werden wir, wie gesagt, das nächste Mal das Wrack weiter erkunden und die Höhle suchen, die, ja, wo Iklas, eine Story, die Iklas-Story sozusagen weitergeht. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.